Und damit herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Ich habe es mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich erweitere meine Base. Nur damit ihr den Plan schon mal irgendwie kennt. Also, ich möchte meine Mauern später nicht 1 dick haben, sondern 2, wenn nicht sogar 3 dick. Die werden hier hinten lang geführt. Das hier werde ich integrieren. Hier werde ich irgendwann wegreißen müssen, weil sonst wäre die Mauer an der Stelle 4 dick. Genauso wie diese. Die werden jetzt aber erstmal stehen bleiben, um Zombie-Horden davon abzuhalten, reinzukommen. Die werde ich abreißen, wenn ich irgendwann mal diesen Erdbohrer habe. Weil ich dachte, es war so, der Erdbohrer war ziemlich gut und ziemlich schnell, wenn es um das Thema, abreißen von Zement ging. Jetzt ist es erstmal so, da es Nacht ist und ich hier nachts nicht in irgendwelchen Häusern unterwegs sein will, werde ich Holz farmen, um schon mal diese Würfel vorzubereiten. Ich könnte auch direkt auf Eisengerüste gehen. Da könnte ich den... Gibt es das noch? Eisen? Gibt es diese Dinger noch? Wie sind die denn? War das Stahl? Ist das überhaupt noch? Stahl. Stalk, genau, Stahl. Oh. Ich rüste gar nicht mehr. Naja, gut, dann gibt es die vielleicht auch gar nicht mehr und deswegen geht das auch nicht mehr. Früher konnte man sich so ein Eisengerüst, wie halt diese Blöcke, die ich hier habe, hinstellen und den direkt mit Beton aufgießen. Zement damit reinbatschen, egal, dann musste der trocknen und wenn der trocken war, dann war die Mauer fest. Vorher war sie sehr leicht einreißbar. Dann hieß es immer warten, dass kein Zombie kommt und genau da drauf klatscht. So. So, bam, 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 bam. Wie viel habe ich denn inzwischen? 600. So, wir fahren mal nach da vorne. Ist auch ein Vogel? Nee, das ist ein Baumstamm. Oh, ich dachte, das wäre ein Vogelnest. Egal. So. Schön fällen hier. Aber in der Dunkelheit können wir eh nicht viel mehr machen. Und dann einfach tagsüber Aufträge für die Händler erfüllen. Damit zu Kohle kommen und bei denen gute Verbesserungen kaufen kann. Und vielleicht eine bessere Waffe, eine Shotgun, endlich mal. Weil ich komme einfach nicht an diese Shotgun-Pieces dran, die ich brauche, um meine eigene craften zu können. So. Ja, ich möchte es immer in der Nähe haben, damit ich schnell flüchten kann. Ja. Puff, 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 puff. Holzframe. Dann gleich mal 150. Ne, geht nur. 105. Okay. Machen wir 100 halt. Ne. Eine schlaue Idee, das zu machen. Bum, bum, bum. Ja. Da ist aber ein Vogelnest.
Mit einem Eitrenner. Sehr gut. Bam, 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 bam. Fahren erstmal nach Hause. Gut. Ja. Haben wir eine Volksform? Muss ich das jetzt verstehen? So, der ist schon... Okay, der ist schon passend. Nun gut. Also, so in etwa und dann geht das schon. Nein, nein, nein. Ach, ich liebe es. Warum? Warum hast du das jetzt gemacht? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, warum er das so gemacht hat. So. Er sitzt manchmal, manchmal sitzt er nicht. Es ist zu Mäusemelken. Schön. Merkst du was? Das ist ein Stein im Weg. Wieder nicht gesetzt. So, so, so. Puff, puff. Nein. Ja. Da gerade ein Schatten. Ich dachte, er hätte den Schatten links von mir gesehen. Hab mich wohl geirrt. Ja. Ja. Weg sind die. Da ist noch die Rahmenblöcke. Bam, bam, bam. Schön. Ich wieder hungrig. Bam, bam, bam. Ich verbinde es noch nicht mit dem da drüben. Das kommt noch. Das kommt, wenn die dann später einiges besser sind. So. Ja, das Risiko ist gegeben, dass jemand in meiner Basis spawnt, aber dann ist dieses Risiko halt gegeben. Machen wir ja sowieso schon. So. Bam, bam. Noch genügend Holz. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Holz noch auf Tasche habe. Jo. Gut. Na, dann wird das hier Teil meiner Basis. Dann wird irgendwann diese Mauer hier auch weggerissen. Wer weiß, vielleicht lasse ich sie hier stehen und baue hier nur eine Tür rein. Damit nicht jeder reinkommen kann, wie er lustig ist, dass ich hier so kleine
Unterbereiche habe. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich das regle. So, ich müsste jetzt erstmal was essen. Ja. Du stehst ungünstig. Du stehst sehr ungünstig. Also, Naturgüter. Die Federn habe ich ja hier mit untergebracht, aus irgendeinem Grund. So. Bei Eier. Bup. Bup. Und einmal bitte mit Speck. So, nee, falscher. Das ist der hier. Ja, ich könnte sie schon investieren, rein theoretisch, aber nein. Ich könnte eher mal 500 Bruchsand machen. So. Ach, da ist ja immer noch das Wasser im Weg. Stimmt ja. Da ist ja immer noch das doofe Wasser im Weg. Naja, gut. Gleich ist es soweit. Uff. Durstig. Wer hätte es gedacht? Der Junge ist uns nie durstig. Deswegen wundere ich mich gerade, warum der durstig ist. So. Bam. Ja, ein bisschen einschmelzen. Bis später. So. Wird schon irgendwie. Wird schon irgendwie. Vielleicht lasse ich ein paar Mauern auch stehen. Von denen ich alles gesagt habe, dass ich sie hier abreißen werde. Mal jucken. Mal jucken. So. Ich weiß gar nicht, was ich hier hinstellen wollte. Wollen würde. Ich könnte zum Beispiel mir überlegen, ob ich dann einfach sage, hier drüben, ich weiß gar nicht, ob der Platz dafür reicht. Nee, das war vor allem das Ding im Weg. Wie so eine Startrampe mache für den Kopter. Aber wie gesagt, das sind so Dinge der Zukunft. Wir haben jetzt noch keinen Platz. Und wie bist du hier eigentlich entstanden? Habe ich damals einen vergessen? Bist du neu gespawnt einfach so? Ich dachte, ich hätte damals hier alle Bäume weggeschlagen. Auch die neu gepflanzten. Ach, egal. So. Weg mit dir. Könnt ihr hinten eigentlich dicht machen? Armenwürfel. Mach mal 15. Vielleicht klappt's ja. Zwar eben gesagt, ich verbinde die noch nicht, aber ich bin ein sehr wankelmütiges Wesen. So. So sieht es nämlich aus. Bum, bum. Toll. Hier komme ich selber nicht rüber, das ist klar. Aber ich halte sie alle so ein bisschen auf Distanz. Und dann wäre sozusagen die neue Mauerreihe eigentlich hier. Mhm. Bam, 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 bam. Zum Glück klappt das mit denen. Zum Glück klappt das mit denen, dass man die einfach wieder abbauen kann. Im Gegensatz zu den Holzdingern.
Kein Holz mehr. Blöd gelaufen. Ja. Muss ich mir noch überlegen, ob ich die wirklich wegreiße. Mal schauen. Wirklich mal schauen. Ja, und das ist dann eine eigentliche Mauer, die dann hier lang gezogen wird. Dann muss die hier dann weichen. Leider weichen. Den ist dann leider so. Naja, Hauptsache ein bisschen eingemauert. Dass die Viecher es schwer haben. Okay, was ist denn hier? Tagesbeginn. Naturverbundenes Zeug bitte mal ablegen. Genauso wie Glaskörper. So, ein Verband. Ich weiß nicht, warum ich nur einen dabei habe. Habe ich die anderen echt alle abgelegt? Scheinbar. Scheinbar habe ich das getan. Okay. Gut. Wir machen uns auf den Weg. Der andere Auftrag. Warte mal. Da ist eine Abholung. Weißt du was? Ich kann auch mal mit dem Typen was erledigen. Ich kann auch mal für den Typen was erledigen, der hat ja noch die niedrigen Aufträge, ihre sind ja schon etwas anspruchsvoller. So. Frum, frum. Ich darf das sagen, ich sitze auf etwas Motorisiertem. Okay. Straße ein bisschen blockiert. Was ist das denn da? Ach so, das ist so ein Quarterfee. Ich wollte gerade sagen, warum kniet dieses Zombie? Dieser Zombie. Wie auch immer. Ich glaube, hier sollte ich mal reinschauen. Ich glaube, hier sollte ich wirklich mal reinschauen. Das hat schon gelohnt. Problem bei seinen Aufträgen hier, sie sind im Eisgebiet. Das macht die Sache immer leicht schwierig. Ja. Ah, von hinten kommst du? Oh. Weg ist er. Halt! Komm ich von da oben. Hoch. Ey, wieso krabbelt ihr? Warum krabbelst du? Ich muss mal ganz kurz raus. Hä? Was war das? Und da hinten ist ein Berglöwe, noch das zusätzlich. Müsste mir nur mal ein bisschen Platz schaffen. Hier ist ja alles unterwegs. Hier ist ja literally alles unterwegs. Ach, und immer ist irgendein Hindernis hinter mir. Eine Bank oder sonst was. Och, oder ein Zombie. Langsam wird es ein bisschen kritisch. Ich muss jetzt mal hier. Ey, hier versammeln sich gerade alle. Ich weiß echt nicht, warum ihr gerade so wild auf mich seid. Er ist ein Screamer. Das ist es.
Ach, wir könnten bitte mal die Zombies ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich bin ja alleine. Ja. Weg mit dir. Schnauze. Blauer Rucksack, okay. Genau die falsche Munition. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Ich kann es echt nicht häufig genug sagen. Es ist immer die falsche Munition. Dann gebt mir eine Schotti. Wenn ihr mir so gerne Schotti-Munition gebt, gebt mir eine Schotti. So, hilft ihr hier eigentlich? Gegen meinen. Nee, das hilft. Das sind Dinge, die ich schon kenne. Okay. Wärm mal. So. Halt. Was sind wir denn für ein Ekelhafter? Ach. Durchklitschen, durchattackieren können, aber dann nicht attackiert werden dürfen. Ist ja fies. So, warte mal. Verändern, da kommt noch das hier mit drauf. So, sehr schön. Ich muss zu Hause unbedingt meinen Honig nehmen. So, bevor die Seuche zu stark wird. Das ist wirklich furchtbar, wie viele von den Viechern plötzlich aus allen Himmelsrichtungen kamen. So. Och, und jetzt ist hier auch noch beschränkte Sicht. Ganz was Mieses. Das ist ein Bär. Weißt du, Pets können wir in Ruhe lassen, weil Fleisch haben wir eigentlich. Mir fehlen die nötigen. Eierchen. Ich mach's vorher kalt. Du nervst nicht. Muss ich noch was sehen? 2 Punkte und muss die ja auf Intelligenz geben, dass ich klug bin. So. Ja, deswegen auch die Kopfschüsse, ne? 250% Schaden. Deswegen mach ich das. Dann höre ich als nächstes das hier. Das im Glück nur einen Punkt kostet. Gucken wir mal kurz rein. Dann nichts. Danke. Guck hier nochmal rein. Geht doch. Es geht doch. Was zu essen gibt's auch. Nice. So. Weg mit dir. Weg mit dir. So. Reingeguckt. Immer der gleiche Stuff. Muss hier noch das mal essen. Oh. Sehr schön. Bärchen. Bärchen sind immer sehr schön. Das da oben sieht äußerst verdächtig aus. Hab ich nicht gesagt. So. So. In dein Gesicht. Mit Schmackes in dein Po. Ja.
Müll. Hochsand geht. Nichts dagegen. So. Gehen wir nach oben. Lassen Sie mal an uns herankommen. So. Mach da unten nicht die Leiter kaputt. So. Ekelhafter Teenie. Wo sind sie? Was? Hinter mir? Och, noch so ein Teenager. Das ist furchtbar. So, hier gäbe es Steine noch und nöcher, aber die will ich gar nicht. Außer dahinter ist was versteckt. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. So, jetzt können wir über das Thema, ihr gebt mir Shotgun-Muni reden. Ja, nimm mal so. Jetzt können wir über das Thema reden mit der Shotgun-Muni. Weil jetzt bin ich ausgerüstet. Buff, buff, buff. Das zerlegen wir mal. Reifen würde ich gerne behalten. Das hier. Was? Ach, ich hatte noch gar nichts dabei. Oh. Oha. Gut. Ändern. Das hier gibt Rüstungswert plus 2. Deswegen wird das mit angesetzt. Und was haben wir hier? Geräusche minus 4 auf sowas mit angesetzt. So. Den Stein mitnehmen. Also in Questhaus. So. Es ist schon drin, oder? Ausdauer. Ausdauer. Wo ist die gute Ausdauer? Jetzt, jetzt. Bam, 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 bam. Muss zwischendurch unbedingt nach Hause. Hi! Du lebst noch? Nicht mehr, wolltest du sagen. Nö. So, wo ist... Ah. Aber habe ich den Platz im Inventar dafür? Das ist die Sache. Das ist die alles entscheidende Sache. Ich habe Schrotflintenteile gefunden. Es ist unglaublich. Jetzt geht's hier los. Zu lange! Zu lange! Hallo? Nein! Das ist ein Kerzenhalter. Wie kannst du so lange dafür brauchen? Das ist ja unglaublich. Ja, die ollen Rohre. Bitteschön. Ich bin schon froh, dass ich hier... Shotgun aber. Ja, ich weiß. Hintergucken. Immer hintergucken. So. Da ist ein Bär. Fällt mir nicht. Miau. Nöt, nöt. Ah, schön. Schön.
muss mal ganz kurz nach Hause. Ich muss die Infektion erstmal aufhalten, sonst hilft der Honig auch gar nicht mehr. Das geht nicht. Ich bin schon froh, ich habe jetzt einen Shotgun. Es ist keine starke Shotgun, aber es ist eine zweiläufige. Und sie lädt schneller durch als dieses andere blöde Ding. Hier mal durchs Tal. Ja, ja, ist gut. Erzählt das jemand anders. Ja. Bum, 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 bum. Nee. Nein. Ja. Nein. Ja. Das damit rein. Das damit rein. So. Sehr gut. Mal Katzenfutter hatte ich noch nicht. Echt? Mal hört. Ja, damit rein. So, machen wir zum Buddy. So, ich bin schon wirklich jetzt glücklich, dass ich einen Shotgun habe. Es gibt ja noch diese Shotgun, diese Kampfschrotflinte oder so, wo du wirklich zig Schuss ineinander weg hast. Wäre noch nicer, aber Hauptsache, ich habe erstmal etwas, was ich mitnehmen kann, um in kritischen Situationen mich durchzusetzen. Ja, mir ist kalt, das ist mir irgendwie klar. Ich bin ja hier im eisigen Gebiet unterwegs. So. A nickel. Surprise, surprise. So. I suppose you. Eine Taschenmod wäre nicht schlecht. Now. Here you go. Ja, Bogenschießen kommt bestimmt auch noch irgendwann. So, I got a job for you. Glad ja. Came to your senses. Lass mal dein Inventar sehen. Übrigens, da schlagen Zombies gegen dein Ding. Ist dir das bewusst? Ich frage für einen Freund. Für den Militärtarnstiefel und Geräusche beim Bewegen reduzieren keine Ausnahme. Klingt nice, aber ich habe gerade bemerkt, ich habe ja gar keine Kohle für sowas. Ich muss das kaufen. Are we done here? Er war der arrogante Arsch. Genau, das konnte ich früher schon nicht an dir leiten. Verändern. Hauptsache, ich habe einen Slot mehr. Ohne überladen zu sein. Die Zombies mögen dich nicht. Ich mag dich nicht. Die Zombies mögen dich nicht. Niemand mag dich wirklich. Ist dir das bekannt? So. Ich friere. Brrr. Kawushi.
Habe ich eigentlich meine Shotgun-Muni jetzt einfach abgelegt? Ist mir gerade mal der Gedanke gekommen, weil da war ja noch viel in der Kiste. Könnte sein, ne? Berglöwe. Hallo. Wie gesagt, das Gebäude lohnt zum Looten. Geh mal ganz kurz rein. Genau, zwei Schuss. Hier draußen eiert. Oder hier drinnen eiert die hier rum. So, dann riegelt's. So, weg mit sie. Ja, du hast doch hier überall Wände um dich herum. Da kannst du doch gar nicht so frieren. Draußen schlurfen die Leute rum. Sehr nice. Habe ich eigentlich, bevor ich hier angefangen habe, auch schon reingeguckt? Wahrscheinlich nicht. Machen wir hier die Türe zu. So. Zack. Lebst ja immer noch. So. Weg mit dir. Nice. Hallo. Weg mit sie. Sehr schön. Oh, das nächste Level ab. Bald ist es soweit. Könnten Sie bitte das Geländer in Ruhe lassen? Ne, ich muss mal nach hier oben. Ich habe keine Ausdauer mehr. Weg mit Sie. Sie da. Was geht hier ab? Und Sie da. Lassen Sie das. Weg mit Sie. In dein Gesicht. Noch in deins. Weg warst du. Ja, aber easy. Geil. Gefällt mir. Du magst das. Ich mache hier unten natürlich alles noch. Oh, was haben wir denn hier? Zum Schaden. Sehr schön. Uff, 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 uff. Ja. Müllschiefer brauche ich zwar noch überhaupt nicht, aber hey, danke dafür. So. Danke, danke. Man muss ja Danke sagen. Ja. Irgendwie eiern sie ja noch rum, ha? Hier draußen ist noch einer. Ah, hier kommen sie doch rein. Hier drinnen ist es schön wohlig warm. Legen sie sich hin auf den Boden. Alles ist schick. Schön. Und dann kann ich nämlich noch Elektriker machen. Gut, aber ich glaube, die Folge ist jetzt lang genug. In der nächsten Folge gehen wir zu dem zurück. Vorher noch was getrunken. Yummy, yummy. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen. Reingehauen. Tüdelü.